Hallo, liebe Deutschlernende. Heute fliegen wir über die wunderschöne Stadt Heidelberg. Der Fluss, den wir sehen, ist der Neckar. Links sehen wir die berühmte alte Brücke. Das ist die Brücke mit der lustigen Affenstatue. Ich erzähle dir von dieser Statue in meinem anderen Video über Heidelberg. Jetzt sehen wir die Heilig-Geist-Kirche, die gleich in der Nähe ist. Über 200 Jahre lang, bis 1936, teilten sich die Protestanten und die Katholiken die Kirche, indem die Kirche durch eine Mauer in zwei Teile geteilt wurde. Ein paar Gebäude befinden sich auf einem bewaldeten Berg namens Königstuhl. Das Heidelberger Schloss kommt langsam ins Bild. Das Heidelberger Schloss ist eines der bedeutendsten deutschen Bauwerke der Renaissance. Wir sehen den dicken Turm, der eigentlich nur ein halber Turm ist. Dort wird manchmal Theater gespielt. Wir sehen immer mehr vom Schloss. Es ist sehr beeindruckend. Dies ist die Altstadt und die Jesuitenkirche. Vor der Kirche ist ein Garten. Wir sind wieder bei der alten Brücke, wo wir unsere Reise begonnen haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Besuche authenticgermanlearning.com, um auf inspirierende Weise Deutsch zu lernen.